Heute habe ich wieder für euch ein Talk-Video, würde ich jetzt mal so sagen. Mein letztes Video, wo ich mit euch über den ersten Freund und das erste Mal Sex gesprochen habe, kam so, so unendlich gut an. Und ihr habt mich auch in den Kommentaren wirklich darum gebeten, dass ich öfters solche Themen anspreche, auch gerade so Nachrichten aufgreife von euch, die ihr mir geschickt habt. Natürlich alles nur anonym und darüber einfach rede und mit euch so ein bisschen mich austausche. Es kam einfach so gut an und ihr wolltet das unbedingt, dass ich das zu weiteren Themen mache. Deswegen habe ich mir heute gedacht, mache ich heute wieder ein neues Video dazu. Dieses Mal geht es eher um das Thema Verhüten. Wie verhüte ich? Ab wann sollte ich verhüten? Und warum sollte ich überhaupt verhüten? Und das Ganze hat natürlich auch was mit der Pubertät und mit dem Frauenarzt zu tun. Und da kam wirklich nach meinem letzten Video, das verlinke ich euch übrigens auch einfach mal hier und natürlich auch in der Infobox, es kamen so viele Nachrichten von euch und wirklich von sehr, sehr jungen Zuschauerinnen und auch von Älteren. Und deswegen dachte ich mir, ist es eigentlich wirklich jetzt ein guter Zeitpunkt, einfach das Ganze mal anzusprechen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, falls euch dieses Videoformat gefällt. Und wenn ihr gerne andere Themen noch haben möchtet, postet sie in die Kommentarbox. Und dann würde ich jetzt mal sagen, lege ich einfach mal los, wünsche euch viel Spaß beim Video und los geht's. Wie schon gesagt, nach meinem letzten Video habe ich so viele Nachrichten von euch bekommen und wirklich fast jede zweite Nachricht oder es war überwiegend zum Thema Verhüten. Und da habe ich mir so gedacht, okay, gut, das ist schon wirklich ein super wichtiges Thema, weil man verhütet ja nicht nur, um nicht schwanger zu werden. Und deswegen fange ich jetzt auch einfach mal damit an. Warum sollte man überhaupt erstmal verhüten? Klar, natürlich Nummer 1, um nicht schwanger zu werden. Allerdings sollte man natürlich nicht nur verhüten, weil man nicht schwanger werden will, sondern weil natürlich auch beim Sex ganz viele Geschlechtskrankheiten übertragen werden können. Und dagegen hilft natürlich das Kondom am besten. Also das Kondom, das schützt gut vor vielen Krankheiten, wobei ich auch sagen muss, ich finde Kondome sind auf jeden Fall eine sehr gute Verhütungsart. Allerdings finde ich, gerade beim Kondom soll man wirklich auch sehr vorsichtig sein. So ein Kondom kann sehr schnell reißen. Das ist natürlich gar nicht gut. Und das ist natürlich dann nicht so vorteilhaft. Egal, ob es dann auf eine Schwangerschaft gesehen ist oder natürlich auch bei Krankheiten wie HIV, was natürlich eine sehr, sehr schlimme Krankheit ist. Aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr Krankheiten als HIV, die über Geschlechtsverkehr übertragen werden können. Viele haben mich auch gefragt, ab wann soll man verhüten? Natürlich, klar, wenn man Sex hat, soll man verhüten, gerade wenn man jung ist. Und ich muss wirklich sagen, ich habe einen kleinen Schock gekriegt, weil ich wirklich ein paar E-Mails bekommen habe von sehr jungen Mädchen, die noch nicht mal ihre Tage hatten und die mir dann halt geschrieben haben, hey Maren, wie sieht's denn aus? Ich habe noch nicht mal meine Tage, habe aber meinen Freund, ich bin jetzt 11 Jahre alt und hätte gerne mit ihm Geschlechtsverkehr. Puh, ich glaube, jeder weiß, dass es die Leute oder die Mädels oder die Jungs immer jünger werden und immer früher Sex haben. Wenn du schon deine Tage noch nicht mal hast, du bist noch so jung, lass dir damit Zeit. Also es ist mit 11 Jahren, da habe ich an was anderes gedacht als an Sex, aber okay. Keine Ahnung, was ich da in diesem Moment dann halt wirklich großartig schreiben soll. Ich habe ihr geschrieben, red mit deinen Eltern oder red mit dem Frauenarzt. Und gerade mit dem Frauenarzt ist das ganz, ganz wichtig. Und 11 Jahre alt finde ich einfach viel zu jung. Allerdings zurück zum Thema, ab wann soll ich verhüten? Klar, man soll natürlich, sobald man Sex hat, verhüten. Ob es jetzt so ratsam ist, da würde ich natürlich mich super freuen. Das ist auch ganz wichtig, dass ihr in die Kommentare schreibt und damit diskutiert, was ihr darüber denkt, ob ihr, was für Erfahrungen ihr gemacht habt, was gut ist, was schlecht ist. Da kommen wir nämlich gleich noch zu dem großen Thema, die Pille. Aber wie gerade eben schon erwähnt, es gibt natürlich nicht nur das Kondom, mit dem man verhüten kann. Natürlich kann man auch mit der Pille verhüten, die ein sehr großes Thema ist, was ich letztens festgestellt habe. Und natürlich gibt es die Spirale. Es gibt so, so viele Sachen. Da kann man sich wirklich dann mal einfach beim Frauenarzt erkundigen. Es gibt einen Ring. Es gibt so viele Sachen. Ich persönlich nehme die Pille und muss wirklich sagen, ich habe bis jetzt keine schlechten Erfahrungen damit gemacht. Sie hat mir damals halt geholfen. Also ich habe überwiegend die Pille bekommen, auch wegen meiner schlechten Haut von früher. Sie hat mir damals sehr geholfen. Natürlich habe ich sie dann auch als Verhütungsmittel benutzt. Wobei mir wirklich aufgefallen ist, es wird so drüber gestritten. Pille, ist die gut oder ist die schlecht? Ich habe so viele Sachen mir durchgelesen, wo viele geschrieben haben,
geschrieben haben, ich habe die Pille abgesetzt. Natürlich ist meine Haut absolut ausgerastet, weil ich 20 Jahre lang meines Lebens nur eine Pille benutzt habe. Also es haben wirklich ältere Frauen schon geschrieben. Nachdem ich sie abgesetzt habe, hat natürlich mein Körper eine Zeit lang gebraucht, aber mir geht es so viel besser ohne die. Da würde ich mich super freuen, wenn ihr mal in die Kommentare reinschreiben würdet, was ihr darüber denkt. Pille ja, Pille nein. Das ist, glaube ich, so ein Ding, das muss jede Frau mit sich selber ausmachen. Wie gesagt, ich komme damit sehr gut klar. Man muss sich aber auch natürlich bewusst sein, die Pille kann natürlich auch Risiken mit sich bringen. Zum einen, dass man auch schwieriger schwanger werden kann, je länger man sie natürlich nimmt. Und da muss jeder selber das für sich entscheiden. Es gibt sehr viele Frauen, die nehmen die Pille. Es gibt sehr viele Frauen, die haben nicht die Pille, sondern die haben ein anderes Verhütungsmittel. Es kamen natürlich super viele Fragen von ganz vielen jüngeren Zuschauern, was denn die beste Verhütungsmethode ist. Da kann ich natürlich nicht allgemeine Antwort geben. Das muss, wie gesagt, jeder selber für sich ausmachen. Deswegen mein Tipp, wirklich immer zum Frauenarzt gehen. Der kann euch bei wirklich so vielen Sachen helfen. Gerade wenn ihr euch vielleicht nicht traut, mit euren Eltern zu sprechen, macht einen Termin beim Frauenarzt aus und nimmt eine Freundin vielleicht mit und der kann euch wirklich jede Frage, die ihr habt, gut beantworten. Und das Ganze hat natürlich auch alles mit der Pubertät zu tun. So die ersten Gedanken zum Thema Sex, zum Thema Verhütung, zum Thema Frauenarzt hat alles mit der Pubertät zu tun. Bei der Pubertät sich die Haut verändert, der ganze Körper verändert sich, die Brüste fangen an zu wachsen, man bekommt da Haare, wo man früher keine Haare hatte und alles verändert sich einfach. Man selber muss erstmal damit klarkommen. Die Jungs, die werden auch einfach anders zu Mädchen und man selber wird auch anders zu Jungs. Ja, sehr viele Schmetterlinge sind im Bauch, sehr viel Liebeskummer passiert in der Pubertät. Und. Der Körper ist einfach absolut durcheinander, dein Kopf und dein Herz sowieso und du weißt gar nicht, morgen bist du in den Tim verliebt und übermorgen bist du in den Yannick verliebt und darauf die Woche bist du in den Nico verliebt. Ganz, ganz verwirrend und da habe ich auch super viele Nachrichten gekriegt von ganz, ganz vielen Mädels, die gerade in der Pubertät sind, die sagen, ich komme überhaupt nicht damit klar, was gerade passiert mit mir. Ich habe auf einmal Gefühlsausbrüche, ich muss auf einmal weinen, in der nächsten Sekunde bin ich wieder total happy. Ich verstehe meinen Körper selber nicht, ich bin total unzufrieden mit mir, ich habe so eine schlechte Haut bekommen. Ganz ehrlich, da muss leider, leider, leider jedes Mädchen und jeder Junge durch. Die Jungs haben es vielleicht, nee, ich würde noch nicht mal sagen, dass die Jungs es einfacher haben. Die haben auch sicherlich ihre Probleme, wovon wir Mädels vielleicht gar nicht mal so viel wissen. Aber jedes Mädchen musste einfach durch. Die eine mal ein bisschen mehr, die andere ein bisschen weniger, weil vielleicht bei der anderen ist es nicht so lange dauert mit der Pubertät und vielleicht die Brüste viel, viel schneller wachsen als bei der anderen und man vergleicht sich gerade in der Pubertät und das ist alles ein bisschen verwirrend. Selbst ich mit fast 24, oh mein Gott, in 2,5 Wochen habe ich Geburtstag, ich mit fast 24 habe auch noch meine Hautunreinheiten, ich habe auch noch meine ab und zu Selbstzweifel, wenn ich mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr wiege. Egal was, also ich glaube, da kommt eine Frau oder generell ein Mensch nie raus. Ich glaube, kein Mensch ist immer 100% zufrieden mit sich. Was auch gar nicht schlimm ist, weil jedes Mal, wenn wir vielleicht uns so denken, das und das gefällt mir nicht, ist das wieder ein neuer Ansporn und wieder ein neues kleines Abenteuer, würde ich jetzt mal sagen, wieder vielleicht an seinem Körper zu arbeiten oder vielleicht aber auch an Charakterzügen zu arbeiten, egal an was oder wenn man mit seiner Arbeit an einem gewissen Punkt nicht zufrieden ist, daran zu arbeiten. Man hat das sein ganzes Leben lang. Deswegen gerade in der Pubertät fängt es leider an. Man hatte davor seine wunderschöne Kindheit. Das größte Problem war, wenn die neue Barbie noch nicht zu Hause stand im neuen Puppenhaus. Und ab der Pubertät sind es einfach andere Dinge. Und da muss man leider durch. Das geht leider nicht anders. Zähne zusammenbeißen und durch. Und so schlimm ist es auch nicht. Glaubt mir, es hat jeder überlebt, die Pubertät. Egal wie schlimm vielleicht die Haut aussehen mag, egal wie seltsam sich der Körper entwickelt, am Ende des Tages oder am Ende der Pubertät kommt trotzdem ein wunderschönes Ergebnis dabei raus. Möchtest du was zum Thema innere Schönheit sagen? Fühl dich wohl in deinem Körper. Sehr gut. Wie Kat sagt, ganz genau. Fühlt euch einfach wohl, seid ihr selbst und fühlt euch wohl in eurem Körper. Und auch wenn es in diesem Moment nicht so scheint und für euch vielleicht das Hautbild oder die paar Kilo mehr oder die Brust zu klein oder zu groß ist oder was weiß ich, es ist nicht schlimm. Die anderen Menschen sehen das gar nicht. Es ist meistens immer nur das eigene Bild, was man von sich selber im Spiegel sieht. Und man ist selber mit sich immer so kritisch. Und das muss man gar nicht sein. Der Gegenüber sieht das gar nicht. Der Gegenüber sieht nicht, dass du da einen Pickel hast. Der Gegenüber sieht nicht, dass du vielleicht
2-3 Kilo mehr jetzt zugenommen hast, das ist halb so wild und es gibt so viele wichtigere Dinge im Leben als das. Und das sind so meine Ansichten zum Thema Verhüten und zum Thema Pubertät, Frauenarzt und. Ich würde mich natürlich, wie gesagt, darüber freuen, wenn ihr in die Kommentare postet, was ihr dazu sagt, wie ihr darüber denkt und auch gerade mit der Pille, dass ihr vielleicht auch einfach in den Kommentaren ein wenig diskutiert und wenn irgendwelche Mädels ein paar Fragen habt, vielleicht auch mitbeantwortet und mithelft. Falls ihr einen coolen Namen für dieses Format habt, lasst es mich auch sehr gerne wissen in den Kommentaren und wenn euch auch dieses Video wieder gefallen hat, dann Daumen hoch geben, dann weiß ich, dass ich öfters mal über solche ernsteren Themen sprechen soll. Und in der Infobox verlinke ich euch natürlich auch nochmal das Video vom letzten Mal, das erste Mal Sex und der erste Freund, was auch sehr, sehr gut bei euch angekommen ist. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich konnte euch ein bisschen helfen und bis dann. Tschüss!